Beim Brand eines Gebäudeanbaus in Angelbachtal-Michelfeld ist am Dienstagmorgen nach ersten Informationen ein Mensch gestorben. Es ist heute Morgen zu einem Gebäudebrand, zu einem Dachstuhlbrand hier in die Talstraße nach Angelbachtal alarmiert worden. Also beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Gebäudeanbau bereits in Vollbrand und hat schon leicht auf das Wohngebäude direkt angrenzend übergegriffen. Ja, ist eine ziemlich enge Bebauung hier, das Gebäude, das Nachbargebäude, oder der Werkstattbereich ist direkt angebaut. Die Nachbargebäude sind unmittelbar angrenzend. Das heißt, die große Schwierigkeit war, das Wohnhaus zu halten, zu schützen und die Nachbargebäude zu schützen. Also aktuell brennt es auch noch im hinteren Bereich von dem Werkstattbereich. Autos selber habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es ist schon ein Werkstattbereich, so der Anbau, ja. Ja, wir haben zwei Drehleiter im Einsatz. Wir haben den Löschzug der Feuerwehr Sinsheim im Einsatz, die Feuerwehr Angelbachtal, die Feuerwehr Sinsheim Waldangelloch ist im Einsatz. Und aktuell sind wir roundabout 60 Einsatzkräfte hier. Ja, also drei Personen konnten das Gebäude verlassen. Eine vierte Person war bei Ankunft vermisst. Und hier haben wir natürlich auch massiv direkt die Personensuche begonnen. Was letztendlich jetzt die Person konnte man nur noch tot auffinden. Ja, unsere Einsatzkräfte wussten ja, dass eine Person fehlt, dass eine Person vermisst wird. Und ja, leider hat sich dann bestätigt nach der sofort aufgenommenen Personenrettung, dass die Person leider verstorben ist. Wir sind alle sehr betroffen. Das sind die Unglücksfälle, von denen man immer hofft, dass sie sich nicht ereignen. Aber jetzt ist es leider auch bei uns mal wieder so weit gewesen. Ist schlimm, wir sind alle sehr betroffen. Die Ursache des Brandes sowie die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.